Guten Tag und recht herzlich willkommen. Die Sendung entwickelt sich. Die Sendung entsteht am 28.04.2018. Entwickelt sich die Sendung Star Wars Community Wohnzimmer. Ihr seid die Community, ihr seid Star Wars, ihr seid Fans, ihr seid das Wohnzimmer / Star Wars Community. Ihr seid die Star Wars Community, ihr seid hier im Wohnzimmer. Das ist die Sendung. Die Sendung wird durch euch gestaltet. Und wie die sich gestaltet, entscheidet ihr vor Ort selbst. Anfangen werde ich mit, ich weiß den Namen noch nicht, er wird sich selbst vorstellen. Yasushi Nakanishi aus Leverkusen. Lasst euch überraschen. Dann wird da sein Marco Quarter aus Bottrop, Thorsten Fink aus Arnsberg, Stefan Karl Weinsbach aus Nürnberg, Raum München, Klaus Alte Teigeler, Klaus Alt Teigeler, der war also schon hier, als Qui-Gon Jinn aus dem Raum Dülmen und dann Phil Deirichs aus dem Raum Dortmund, Fahrenberg-werk.de. Und dann natürlich Marcel Alexander Mölln aus Hamburg. So, die nachgenannten werden nicht sofort da sein, sondern Yasushi Nakanishi aus Leverkusen wird als erster hier sein und dieses Wohnzimmer gestalten. Ihr gestaltet es, ihr seid die Community, ihr seid die sogenannten Fans. So, Resistance, die Resistance, spreche ich jetzt ein bisschen Französisch aus, ich weiß nicht, wie die Amerikaner Resistance, oder keine Ahnung, wie die das aussprechen würden, das ist die Resistance, die im Herbst kommen wird und Rebels abgelöst hat, beziehungsweise Rebels ist schon zu Ende. Ich unterhalte mich gerade noch mit Marco Quarta, der also auch das Wohnzimmer dann gestalten wird. Und die anders genannten sind herzlich eingeladen, mit denen habe ich zwar schon gesprochen, denen habe ich auch die Sendung vorgestellt, die haben aber, oder waren schon da, ja. Stefan Karl Weinsbach macht ja eigene so Selfies, und die hat er vorgestellt und er ist ja auch richtig fröhlicher 501 geworden und arbeitet ja jetzt an Riven, an die Bekleidung, die er dann demnächst vorstellen will. Er ist ein Sith-Lord, Lord of Hunger, also Lord of Hunger, Lord of Hunger, auch mit der Maske und das alles. Wie gesagt, ihr entscheidet, wie das wird, wie die Sendung wird, wie das Wohnzimmer wird. Ihr gestaltet es. Und mit euren Ideen. Der eine ist Lego-Fan, der andere ist 501, der andere ist, wie gesagt, ein anderer Fan, ein Cosplayer und so weiter. Diese Sendung soll gestaltet werden, zwar für Ältere, mit Älteren, ab 30 plus, 45 plus, weil die Unteren machen ja. Zwischen 14 und 24, die machen ja, die werden ja auch unterstützt durch Funk, durch ZDF, meiner einer. Produziert das selber und muss das auch selber finanzieren. Es soll nämlich Spaß und Hobby sein. Es soll kein Beruf sein. Es soll auch kein Geld damit verdient werden. Der Spaßfaktor ist zuerst. Wenn Geld damit verdient werden sollte, dann wird auch jeder ausbezahlt werden. Ich mache mir mal schön hier. Ach, das ist das Schöne daran, dass man mit Monitoring arbeitet. Ach, da geht immer auf hier. Naja, ist auch ruhig, wie ich aussehe. Ja, also ich mache mir mal schön hier. So, wir können alles machen. Wir können normal davor sitzen, so wie ich es jetzt hier gerade versuche. Wir können uns auch Klamotten ausdenken, wir können uns auch Kostüme ausdenken, ist alles da. Wie gesagt, sollte das alles mal sein, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute mit meiner einer 8 oder noch zwei andere dabei, 10 Leute da sind, können wir natürlich auch ganz sicherlich uns einen Film anschauen. Auf großer Leinwand ist extra. Momentan ist im Test, die Brillen sind noch nicht geliefert. Drei Brillen sind schon mal bestellt, also aber nicht geliefert. Und 3D ist genügend da, auf Monitore und so weiter, aber das macht keinen Spaß. Wenn, richtig, dass so bis zu 10 Leute sich das dann anschauen und dann anschließend drüber sprechen. Das ist ein anderes Konzept live, so wie früher. Man sitzt zusammen live, man sitzt also nicht vor der Kamera. Aber alle Zuschauer können dann unten drunter schreiben, wie sie die Sendung gefallen oder wie Star Wars. Es geht um Star Wars, es geht nicht um uns. Ihr müsst uns nicht kritisieren, keinen einzigen von uns, ja, sondern nur Star Wars. Denn es fällt ja auf hier, ich unterhalte mich gerade mit Claudio Campiano.
Das ist eine amerikanische Geschichte dort, die sich da beschweren. Da sind sehr viele Hasser dabei, die müssen leider dann entfernt werden. Und viele unterhalten sich also normal. Ne? Nee, er hat sich gerade putan hier. Das ist alles in Ordnung. Alles okay. Alles okay. Also es ist ein neues Konzept des elektronischen Wohnzimmers, wo man aber auch real drin ist. Und in dem realen kann man sich dann unterhalten, sich vorstellen. Alle Cosplayer, Lego, normale und Universe und so weiter. Und wie gesagt, dieses neue, dieses nicht aussprechende Resistance. Ja, Resistance, keine Ahnung. Im Herbst wird Rebels abgelöst. Das Wohnzimmer gestaltet ihr. Wie ihr das Wohnzimmer gestaltet, wird man merken. Es ist alles da. Die Idee ist geboren. Die Community steht ja schon. Die Community ist ja schon über 1000. Die anderen fluktuieren noch, mal mehr, mal weniger, aber 1000 Feste sind schon dabei. 7, die waren also auch schon dabei und haben gemacht. Und davon wird jetzt einer real hier erscheinen. Diesbezüglich habe ich dann an dem Samstag extra auf, bis er da ist. Und dann werden wir drehen, weil anschließend muss er leider weiter nach Köln. Und somit ne, ist aber ein Abwasch. Und der A45 ist in der Nähe, kriegen wir hin. Wie gesagt, mitbringen muss nicht sein. Ja, gute Laune mitbringen. Gute Laune mitbringen. Ja, gute Laune mitbringen für die Sendung, in der Sendung. Wie gesagt, ja, Sushi Nakanishi, Marco Quata, Thorsten Fink, Stefan Karl Weinsbach, Klaus Alte Teigeler, Phil Deirichs, Marcel Alexander Möll. Das sind die schon mal aus der Community, mit denen wird sehr oft korrespondiert, wird auch sehr oft über alles geschrieben, gesprochen. Und durch einige wird diese Sendung entwickelt und einer produziert die dann nachher in den Postproduktionen. Ich denke, ich werde mir alles neu ausdenken. Jetzt im Moment war das ja Geschmack. Es war Geschmack, ich habe euch Geschmack gesetzt. Ihr habt diesen Geschmack notiert, kommentiert und ja oder nein gesagt. Und das ist gut. Das ist gut. Ich kommuniziere momentan mit Marco Quarter. Und genau darum geht's. Wir kommunizieren. Ich tippe, ich arbeite, habe meine Kunden, ich unterbreche. Und jetzt möchte ich eine richtige Sendung haben, wo ihr auch als Zuschauer zuschauen könnt. Ihr dürft da drunter schreiben. Es tut mir recht herzlich leid. Hater, echte, waschechte Hater, bemüht euch nicht. Ihr kommt weg. Wird gelöscht. Ihr habt dann keinen Zutritt mehr, weil Hass brauchen wir nicht. Hass gibt's genug, ey Leute. Wir versuchen jetzt wieder diesen Spaß von früher hochzuholen. Wir versuchen den Spaß real wie elektronisch zu verbinden und ein Wohnzimmer zu konzipieren, was auch später vielleicht ein echtes Wohnzimmer werden könnte, wo man sich dann wirklich trifft, wie früher, real. Und dann, wie er gerade sagt, soll ich was mitbringen? Ja, das ist doch genial. Also wie gesagt, ich unterhalte mich gerade mit Marco Quarta. Das hört sich gut an. Na, er fragt, ob er was mitbringen soll. Im Moment braucht er nichts mitbringen, außer gute Laune. Jeder, der hier mitmacht in diesem Wohnzimmer, soll gute Laune mitbringen, Inspiration und einen Stick. Soll einen Stick bei haben, mit genügend Gigabyte, weil ihr könnt sicherlich viele Sachen für euch persönlich mitnehmen. Und das andere entwickelt sich. Es geht hier nicht um Kaufen und Verkaufen, es geht hier um Spaß, Spaßentwicklung. Entwicklung eines Wohnzimmers mit Stühlen, Tischen und so weiter. Und einer Riesenleinwand und so weiter. Es soll sich entwickeln. So, es ist alles da. Das am Rande. Es ist auch ein richtiges Kino da. Auch am Rande. So, und wenn man sich mag, also wenn man sich versteht, dann kann man auch, egal wo man wohnt, gemeinsam hier in ein Kino gehen, was auch da ist. So, nachher kann man sich zusammensetzen, weil auch ein Restaurant, alles ist ja da. Ja, wir haben alles ist da, nur es ist nicht so einfach. Zum Beispiel
ich nenne jetzt mal JN Yasushi. Yasushi kommt aus Leverkusen. Marco Quater kommt aus Bottrop. Thorsten Zink kommt aus Arnsberg im Sauerland. Stefan Karl Weinsbach würde aus Nürnberg, München. Klaus Alte Tegleier aus Dahlen. Phil Dairis aus Dortmund und Marcel Alexander Möll aus Hamburg, sag ich jetzt mal. Das ist, also da muss man sich wirklich schon mögen, um sowas zu machen. Ja? In alten Zeiten, wo ich jetzt dieses wieder zurückhole, dieses Wohnzimmer in den 70er, 80er Jahren, wo also alle drei Jahre kam Star Wars und alle drei Jahre hatte man sich dann getroffen. Das klappte aber nur bei 4, 5 und 6. Bei 1, 2 und 3 waren wir schon so auseinander und schon hatten auch schon ein Alter, da klappte es nicht. So, mit also Staffel 4, 5 und 6 Episoden, da waren wir halt und wir waren auch ein bisschen auseinander, nur wir waren noch nicht so motorisiert. Wir hatten zwar unser Alter, der Jüngste war 15 und ich als Älterer mit 20, das war eben so. Andere waren halt, also wir waren zwischen 15 und 20, also so wie heute, 14 bis 24 waren wir. Und haben uns dann getroffen im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer. Ja. Ja, offenen Tag der offenen Tür, ja richtig, einfach rein hier, genau. Richtig, Tag der offenen Tür, die Tür ist weit offen, deswegen war ich gerade, musste ich gerade Cut machen, weil die Kundin rein und ganz viele andere Kunden auch. Ich mache jetzt eben weiter, also das ist die Vorbereitung zur Sendung. Die Sendung wird anders aussehen, da wird kein Kunde reinkommen, das geht nicht. Und ihr entwickelt, wie gesagt, das Wohnzimmer selber und ihr macht halt die Sendung, ihr konzipiert die Sendung, ihr stellt die Sendung her. Ihr seid die Sendung, ihr seid Star Wars, ihr seid die Fans. So, meiner einer ist nur das Drumherum und mal schauen, wie wir das dann produzieren, entwickeln können. Es soll eine neuartige Geschichte werden, weil Star Wars ist neu. Also das alte Star Wars ist vorbei und wir sind jetzt Star Wars neu. Star Wars neu bedeutet neu, ganz neu. Und alle Möglichkeiten offen. Man kann zurückspringen in 1, 2 und 3. Man kann noch weiter zurückspringen in 4, 5 und 6. Und man kann vorspringen. Man kann in die Rebels. Man kann in die Clone Wars. Man kann jetzt in die, das Wort muss ich mir erstmal gewöhnen, Resistance, in die Resistance. Ja, so, und wir können halt auch in die Cosplay. Das eigene, dasselbe. Hallöchen, hallo. Hallo. Ich komme. So, das war die Vorankündigung und ich lasse jetzt hier mal die Herrschaften hochfahren, die Bilder hochfahren von Yasushi Nakanashi, Marco Quarter, Thorsten Zink. Hallo, Grüße. Hallo. Ich komm. So, fange ich nochmal an. Das hier, Yasushi Nakanishi, Marco Quarter, Thorsten Zink, Stefan Karl Weinsbach, Klaus Alte Tegleier, Phil Dairis, Marcel Alexander Mölln hier mal hochfahren. So, wir sind insgesamt natürlich über 1000 in dieser Community, Star Wars Community Wohnzimmer, aber gestaltet und durch Anfrage und durch E-Mail und durch Kontakt. Grüße, hi. Was habt ihr? Habe die Tür heute auf vom Shop und deswegen kann das schon mal sein, dass während ich spreche, einer reinkommt, dann muss ich natürlich unterbrechen. Versteht sich. Aber bei der Sendung nicht. Also das ist die sogenannte Vorankündigung, habe ich ja jetzt einige Sachen gemacht. Ich habe auch einige Wohnzimmer-Sachen gemacht, die dann, wie gesagt, in einem anderen Forum hineinge... Und das waren die Hasser, die Plätter etc. Werde ich also in der Sendung sicherlich auch drüber sprechen. Und auch einiges dazu sagen. Der Hass ist ja leider durch Facebook und so weiter ein bisschen mehr. Und auch die, die dauernd darauf achten, dass du richtig sprichst und dich richtig... Also diejenigen, die einem bevormunden wollen,
so Art Stasi-Typen, so DDR 2.0-Typen, so Typen, die einem sagen, ey, guck mal, der hat einen Knopf offen oder der und so weiter. Nein, Spaß. Also wir werden darauf achten, dass wir gut rüberkommen, egal wer da mitmachen wird. Zwei sind, wie gesagt, gesaved. Zwei wollen wirklich 100% mitmachen, Marco Quarta und Yasushi Nakanishi. Bei ihm muss ich mich erstmal recht herzlich bedanken, dass er aus Leverkusen anreist. Hat sie sich so entwickelt, er hatte mich gefragt, da habe ich gesagt, ich habe leider keine Zeit, weil ich das beruflich mache. Ich kann also nur hier vor Ort. So, natürlich kann ich für ihn hier seine Sache, wenn er da eine Idee hat, für seine Sache natürlich hier vor Ort machen. Das macht er dann sicherlich selber. In meiner Sendung, wofür ich jetzt zuständig bin, hier Wohnzimmer, da decke ich mir alles aus. Und wie gesagt, wenn irgendein Videoclip, also irgendein, auch die Sendung selber, also die Clips, die ich jetzt hier mache mit meinen Kunden oder halt andere Sachen, die dann irgendwo reingebracht werden, also ich werde wohl... Ich möchte aber, das ist es ja, ich möchte ja Resonanz haben, ich möchte mit euch ja kommunizieren. Im Notfall kann man euch auch zuschalten. Wir können auch eine Live-Sendung machen, wo ihr dann direkt zuschalten könnt, aber erst dann, wenn sich dieses Wohnzimmer entwickelt hat. Wenn dieses Wohnzimmer steht und wenn ihr Lust und Laune habt, da mitzumachen. Star Wars ist bunt. Star Wars ist 1, 2, 3, Klonkrieger, 4, 5, 6, wieder Klonkrieg, als Zeichentrick, als animierte Geschichte, dann The Rebels oder Rebels, Star Wars, dann Renaissance demnächst, dann Han Solo. Also die Vielfalt von Star Wars ist ja jetzt gegeben. Und weil die Vielfalt von Star Wars gegeben ist, kann man natürlich auch eine Menge machen. Eine ganze Menge machen. Nicht nur Lego, Cosplayer. Hier in Deutschland ist das halt nicht so. Ich habe ja alles lang genug jetzt erforscht. Ich habe mir wirklich alles angesehen. Das ist alles so ein bisschen oberflächlich. Es wird auch nicht synchronisiert. Man kann auf Arte sich mal so einen Film anschauen. Ja? Das ist immer wieder Frankreich. Arte ist Frankreich, nicht Deutschland. Weder im WDR, ZDF, ARD wird eine Sendung freigeschaltet. Es gibt auch bei Funk, ARD, ZDF, Deutschlandradio, Gebührenzentrale, da Funk, das ist das, keine Unterstützung für sowas. Und wie gesagt, NRW-TV gibt es auch nicht mehr. Dieses Studio existiert auch nicht mehr. Und wenn sich das entwickeln sollte, könnte man das alles wieder machen. Also die Firma wäre bereit, wenn dieses Wohnzimmer bei euch ankommen sollte, dieses Star Wars Community Wohnzimmer ankommen sollte, kann man da richtig was Schönes raus entwickeln. Da kann eine riesengroße Entwicklung stattfinden. Man muss es nur wollen. Problem ist halt Facebook, Problem sind die Datendinger. Also die EU mit ihren Datensätzen. Also die EU macht alles kaputt. ARD, ZDF macht alles kaputt, die Regierung macht sowieso alles kaputt. Mal eben eine Entfaltung, mal eben was machen, dann muss ich erstmal die gesamten Juristen, Buchhaltung und was will ich erstmal, die habe ich schon freigeschaltet, sage, guckt euch das bitte mal an und erklärt mir da was. Da fließen so viele Gelder, die nie wiederkommen, die kommen nie wieder. Ja? Und ARD, ZDF und WDR machen da Sendungen und pauen da Gelder, unsere Gelder. Die hauen unsere Gelder raus. Ja? Und jeder, der da ist, kriegt Geld. Das kann es nicht sein. So. Wie gesagt, ich stelle sie jetzt noch einmal vor. Ich hoffe, jetzt kommt keiner rein. Yasushi Nakanishi, Marco Quarta, Thorsten Think, Steffen Karl Weinsbach, Klaus Alte Tegelei, Phil Deiris und Marcel Andreas Mölln. Ja. Und jeder kann mitmachen. Wir müssen halt also die noch weiter weg wohnen, wie Leverkusen, Dahlen oder Geldern oder Duisburg, Dortmund, Oberhausen, also weiter. Also in diesem Radius kann jeder so ganz schnell über die A45 mal eben hier erscheinen. Und Köln auch, ist klar. Aber da muss man ja noch andere Abzweigungen fahren auch. Arnsberg, Schrägstrich-Sauerland, muss man auch noch andere Sachen machen, ist klar. Aber die hier im Umkreis wohnen, ja. Also die hier im Umkreis wohnen, können jederzeit vorbei und wir können auch jederzeit was machen und an dieser Gestaltung vom Wohnzimmer arbeiten. Und wenn ihr eigene Ideen habt, bekommt ihr die natürlich, machen wir, erarbeiten wir, bringen jetzt auf den Weg. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Also hier werden nur die Rohlinge dann eure Ideen
auf den Weg gebracht und ihr macht daraus dann eure eigene Show oder. Na? So. Kommt erstmal vorbei. Lasst uns erstmal kennenlernen. Spaß haben. Vor allen Dingen Spaß haben. Und dann sehen wir, wie gesagt, weiter. So, jetzt mache ich Schluss, weil das sind ja nur die Ankündigungen. Die Sendung wird also morgen und am Montag gedreht und wird euch dann im Mai gezeigt. So, ich muss mir den Vorspann, Mittelteil und Ende noch ausdenken. Jetzt habe ich ja aus allem mal sowas genommen und ich denke mir was aus. Ich denke mir was aus, kommt alles aus unserer Hand hier, aus unserer Feder, und wenn ihr auch Ideen habt, werden wir diese Ideen damit einarbeiten. Bis dahin, viel Spaß bei Star Wars. So, wichtig ist natürlich, dass das Wohnzimmer noch gebaut werden muss, hergestellt nach unseren Ideen. Dazu wird sicherlich noch ein großer Raum gesucht werden, damit wir da auch drehen können. Jetzt, Star Wars Community Wohnzimmer ist ja erst online und wird ja jetzt real gezogen, erstellt. Die ersten, wie gesagt, Yasushi Nakanishi und Marco Quarta werden ja erscheinen und die werden ja schon Ideen mitbringen und durch diese Ideen, die sie mitgebracht haben, wird sich diese Sendung entwickeln und die entsteht ab Mai 2018 und genau 3 Wochen später kommt schon Han Solo und diesbezüglich könnte man da was machen. So, die Dreharbeiten sollen einmal im Monat sein oder einmal ganz lange im Jahr. Am liebsten wäre natürlich einmal im Monat eine tolle Sendung herstellen und die dann euch, dem Zuschauer oder auch euch, die mitgemacht haben, als Sendung dann für zu Hause zum Genießen am eigenen heimischen Stream-TV oder halt da, wo ihr gerade seid. Ich habe auch gerade noch mit Marcel Alexander Möll gesprochen, der in Hamburg gerade unterwegs war. Der war fernmündlich zugeschaltet. Wie gesagt, er findet die Idee auch toll, weil es wird ja mal Zeit, Deutsch. Also ich habe gerade den Colli aus Amerika, also die gesamten Sendungen in Amerika mir angeschaut. Die sitzen da 2-3 Stunden und sprechen da ins Mikrofon und das war es dann. Die unterhalten sich und die Amerikaner schauen zu. Und wir wollen halt eine Anime, das heißt Animation, ihr seid dabei, ihr seid involviert, ihr dürft zuschalten etc. pp. Ihr dürft unten rein tippen. Also soll eine riesengroße Geschichte werden. Am Anfang fahren wir natürlich normal, jeder denkt sich da was aus. Jeder kann aus dieser Sendung seinen Nutzen ziehen und auch Spaß haben. Die Vielfalt des Star Wars ist neu. Wir haben uns verabschiedet von Star Wars, die Legende. Wir haben uns verabschiedet von alten Star Wars. Wir haben uns verabschiedet von George Lucas. Wir sind jetzt auch neu. Wir haben uns nicht unterworfen von Disney, sondern bleiben, wie wir sind. Wie gesagt, die einen sind Lego, die einen sind Cosplayer und die anderen sind halt die Norm und mögen Star Wars. Einer mag Star Wars vom ersten Tag an und bis zum Ende und freue mich jetzt auf das neue Star Wars, auf der Resistance. Wir haben über die Resistance in Amerika schon debattiert. Keiner weiß, wer dieser, ich habe jetzt noch nicht den Namen, weil der war auch alles viel zu frisch. Bin jetzt auch gar nicht auf der Seite, ich kann mich da mal einklinken. Wer ist Kisho sowieso? Yasushi Nakanishi hat also schon übersetzt. Vorne der Name ist japanisch und der hintere Name ist chinesisch. Also aus zwei Pendant ist da, aus zwei Namen ist, ich muss eben gucken, ich habe so viele Sachen gerade reingepackt. Mal gucken, damit ich auf den Namen komme. Ja, genau. Kazuda Xiono. Kazuda Xiono, ein Anime Star Wars Renaissance Film über Rebellen etc. und so weiter, Anime mäßig. Dann haben wir uns diesen amerikanisch aufgearbeiteten Anime Film auch schon angesehen. Wir wollen hoffen, dass es nicht zu kindlich wird. Das haben sie an sich auch versprochen. Ich habe ja, wie gesagt, mit den Amerikanern und die Amerikaner waren da, wie gesagt, am Philosophieren bei einer Live-Schaltung. In Amerika wird ein bisschen mehr über Star Wars gehandelt, über Star Wars gesprochen. Hier die Deutschen sind alle so ein bisschen
bisschen dröge, ist halt so, wir sind halt so, keine Ahnung, warum das so ist. Meiner einer ist halt auf dem amerikanischen Level und macht diese amerikanischen Sachen. Ich weiß, es ist auch nicht einfach für Amerika zu arbeiten, eine ganze Woche warten und dann erst Geld zu bekommen, das ist auch nicht jedem hier. Aber ist, die Amerikaner sind halt so, du musst erst arbeiten, dann wird überprüft, ob du gearbeitet hast und dann kriegst du erst dein Geld. Und wenn das dann richtig läuft, richtig fließt, dann hast du dann auch richtig gutes Geld verdient, dann macht es auch Spaß. Ja, wie gesagt, ich bin stolz drauf, dass ich mir das habe gebaut. Ich bin noch nicht fertig, ich warte immer noch auf die Brillen. Amazon will immer alles teurer machen. Amazon, na, seitdem Amazon so richtig Geld verdient, kommt dir nämlich hier gar nichts an. Ich warte jetzt schon seit 3 Tagen auf meine 3D-Brillen, die an sich schon hätten hier geliefert werden sollen, aber bis 20 Uhr liefern die ja aus. Da habe ich gestern Amazon geschrieben, seid mir nicht böse, aber ich sitze hier schon, wir haben 18 Uhr und ich habe kein Interesse jetzt hier bis 20 Uhr zu sitzen und auf die Brillen zu warten. Diesbezüglich bekam ich dann ein neues Schreiben, ja, kriegst du dann heute. Heute ist Freitag, wir haben schon 15 Uhr, die Brillen sind immer noch nicht da. Will ich hoffen, da steht schon wieder, dass du bis 20 Uhr ausliefern. Und wenn ich heute Abend wieder um 18 Uhr schreiben, bringt es von mir aus am Samstag. Samstag bringen sie dann auch nicht. Dann, wenn ich Glück habe, am Montag. Ja, toll. Ne? Aber davon habe ich nicht mehr. Gott sei Dank habe ich genügend 3D auf allen Variationen. Ich habe auch gerade, wie gesagt, mit Marcel Alexander darüber gesprochen. Natürlich um 55 Zoll 3D. Ne? Oder 27 Zoll 3D. Ja. Macht keinen Spaß. Nee. So, ich habe 21 Quadratmeter. Ich habe 3x3 Meter und 9 Quadrat auch. Aber da fehlen die Brillen halt. Ja. Da kann ich nichts gucken, aber das macht Spaß. Ja. Und deswegen extra für dieses Wohnzimmer, für diese Sendung, extra den 4.500 Ansilum-Monitor da besorgt. Da kann man dann alles anschließen und wenn man dann, wie gesagt, bis zu 10 Mann sind und hier Lust und Laune haben, dann können wir auch, wie gesagt, wie in alten Zeiten da vor dieser großen Leinwand sitzen in 3D und nachher darüber sprechen und so. Aber jetzt ist erstmal die Sendung, Wohnzimmer, Star Wars Wohnzimmer, wir sitzen da real, unterhalten uns, wollen Spaß haben und jeder bringt da sich ein. Und wie gesagt, sollten wir genügend Zuschauer haben, die wirklich Interesse haben, diese Sendung zu verfolgen, viele Fans haben, die auch mit uns zusammenarbeiten, mit uns sprechen. Ich habe ja an sich genügend Fans hier, also so ist es nicht. Nur nicht für die Sendung, sondern real. So, real kaufen, geht man in ein Geschäft und da will man natürlich nicht vor laufender Kamera stundenlang eine Abhandlung machen, sondern man kommt rein, will die Figur mitnehmen und gehen. So. Und dazu diesbezüglich dieses Wohnzimmer, die Sendung Wohnzimmer, ist ja dafür da, um mit Fans, die also auch leidenschaftlich über Star Wars sich austauschen wollen, dafür ist das ja gedacht. So Live-Schaltung, also stellt euch vor, was ihr wollt, das können wir machen, kein Thema. So, jetzt hänge ich wieder ein, wegen dem Brückentag. Haben jetzt welche sehr langes Wochenende und durch dieses sehr lange Wochenende passiert hier nicht viel. Deswegen bin auch ich am Entwickeln dieser Sendung. Ich will euch eine tolle Sendung zusammensetzen und muss jetzt gucken, wie ich die zusammensetze und auch in der Postproduktion, was man da machen kann. Weil hier wird nur gedreht, den Rohling sozusagen, und ich bin dann nachher beschäftigt aus diesem gesamten Rohling eine tolle Sendung zu machen. So, das war's auch schon, meine lieben Freunde, Star Wars Community Wohnzimmer. Das ist hier wie ein Wohnzimmer und ich mache mir jetzt einen tollen Tag, denke mir was aus und freue mich schon auf die Dreharbeiten. Ja, mal schauen, ne? Ach, ran an Set.